Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier bei Die Sims 3. Jetzt muss ich hier mal kurz stoppen. Und zwar schauen, wo ist Bianca? Bianca geht jetzt schlafen. Okay. So, ihr wolltet aber sozial und Dings entspannen. Techtelmechtel, Techtelmechtel. Ihr wollt sicher beide ein Techtelmechtel. Was? Hä, Taddeo ist sich selbst der Stiefbruder. Okay. So, das kommt da rein. Du kannst auch schlafen gehen. Ihr schlaft schon, du schläfst schon. Den können wir ausschalten, weil sonst wären die Rechnungen zu hoch. Müssen wir die eigentlich mal zahlen? Nee, gell? Sozialverband spenden, hier spenden, da spenden, nix spenden, passt. Ja. Ich bin gerade am Überlegen, wie ich das Haus eigentlich etwas kleiner hätte halten können. Ich muss hier gerade mal schauen. Schau mal. Das mag ich nämlich gar nicht. Hier abschließen. Abschließen. Alle außer mir. Sims für diese Tür festlegen. Aha, okay. Hier zum Beispiel. Sims, die diese Tür öffnen können. Aaron, Matthews, Abigail. Mama Ada Rich. Ganz sicher nicht. Ashley, Ashley. Belinda, Bettina, Bianca. Ashley De Sorrento, Ashley Corono. Alter, wie viele? Achso, jetzt bin ich wieder hochgerutscht. Ich denke mir gerade, wie viele Ashley gibt es denn bitte? Holly Chesterfield, darf auch nicht. Eigentlich ist mir das jetzt gerade ein bisschen zu anstrengend, das alles zu machen, gell? Jeffrey, Leon, dann. Ach, wisst ihr was? Wie wurscht. Gehen sie halt weiterhin da durch. So, ihr beiden habt jetzt noch euren Spaß. Dann seid ihr die Letzten, die noch wach seid, sind. Geh weg. So. Ich bin auch am Überlegen, ob ich nicht das Ganze hier dann nochmal neu machen soll. Also sprich, wenn diese guten Sims hier die 2 Semester jetzt hinter sich haben. Ich muss ja dann sowieso nochmal auf die Uni, dass ich das Ganze hier nochmal neu baue auch. Also dass ich die ganze Stadt nochmal neu lade. In der Hoffnung, dass dann diese Fehler fix sind hier, welche das auch immer sind. Ich kann es mir nicht erklären. Absolut nicht. Ah, Liebe scheint unsterblich. Rosi Jungblut wurde neulich dabei gesehen, wie sie sich ein Bussi von Jonathan Blank erhaschen konnte. Und das sieht aus, als wäre das eine Lehrer-Schüler-Beziehung. Jonathan Blankton, Bettina Quinn, Rosi Jungblut, Lola Albert. Aha. Ciao. Oh. Das schaut aber eher danach aus wie, komm, lasst uns in die Kiste springen. Das schaut sehr stark danach aus. So, der liebe Leon ist dann schon wieder am Sonntag um 4:30 Uhr morgens eigentlich ausgeschlafen. Oh, okay, ja auch. Dann mach mal gleich dein Bett. Dann gehst du bitte aufs Klo. Dann isst du einen Herbstsalat und dann können wir schon wieder rangehen und sagen, liebe Tamora, nein, liebe Gabby, nee, eigentlich auch nicht. Wir wollen eigentlich keine alten Weiber. Was? Und mehr kennen wir gar nicht? Echt jetzt? Ich meine, wir kennen schon mehr, aber oh, nee, oder? Vasquez. So, mein Lieber, was machst du denn jetzt? Die ist eigentlich richtig langweilig. Okay, für Trinkgeld spielen. Das solltest du aber vielleicht nicht unbedingt zu Hause machen, weil da kannst du kein Trinkgeld großartig erhaschen. Du kannst jetzt erstmal hier ein bisschen Klavier spielen, damit du deine Fähigkeit verbesserst. Damit der Wunsch mal in Erfüllung geht. Ah, ihr seid auch schon alle ausgeschlafen. Ist klar. Ist klar. Wenn du das gemacht hast.
Ciao. Du freust dich, dass du das Bett hast machen können. Das finde ich toll. Man sollte sich immer an den kleinen Dingen erfreuen. So, heute steht's an, dass wir uns so ein bisschen auf Stefan und Leon und Holly, Stefan sage ich, Christoph, dass wir uns ein bisschen auf Christoph konzentrieren. Natürlich, dass der seine Weibergeschichten irgendwie weiterbringt. Die Frage ist halt nur, wie machen wir das am besten? Weil wir haben jetzt hier nur Abigail, weil wir wohnten hier. Mecklenburg-Haushalt besuchen. Dann geh hier einfach mal die Haushalte besuchen, würde ich sagen. Weil den kennen wir eh schon. Wohnt hier auch Corona-Haushalt. Okay, mit der Corona. Genau, mit der waren wir eh schon zusammen. Okay. Du bist schon unterwegs, Christoph. Das finde ich gut. So, Hunger. Ihr habt eigentlich eh eine gute Beziehung zueinander, oder? Ja, die ist ausgezeichnet. Leon. So, du gehst jetzt erstmal aufs Klo. Dann. Ich sollte auch unbedingt wieder mal Klavier spielen. Oh, dann machst du mal das Bett. Dann kannst du hier dazu tanzen. So, was ist mit dir? Ist jetzt irgendwer zu Hause? Abschließend besuchen. So, jetzt muss ich gerade mal gucken. Schläft da jetzt noch irgendwer? Da schläft keiner. Hier ist auch keiner. Das ist Hank McLemore und Scott. Okay, die brauchen wir eigentlich beide nicht, gell? Ja, Nedovic, Ahmed Haushalt. Okay. Jetzt können wir hier wieder nichts machen, gell? Anthony Haushalt. Geh den Anthony Haushalt bitte besuchen. Tu mir den Gefallen. Liebe Holly. Hä, habe ich gesagt, Nickerchen machen? Eigentlich habe ich gesagt, das Bett machen. Oh, schau. Die machen das eh automatisch. Umarmen. Moi, schau, wie süß. Oh. Oh, geknutscht werden. Oh, ist das putzig. Ah, ist das putzig. Okay. Du schläfst doch. Wir schlafen beide noch. Wo rennst denn du immer hin? Schau, du hast so einen tollen grünen Kern zum Tanzen herbeirufen. Nee, das hat ja keinen Sinn mehr. Wer klingelt da jetzt? Bianca? Wieso wächst du alle auf? Rangehen. Duschen, benutzen, Reste essen. Okay. So, was habt ihr beide vor? Zusehen, okay. Christoph, wo bist du denn schon? Du bist da jetzt... Schau, du kommst da... Ach nee, du bist schon angekommen und flitzt gleich mal rum. Okay, so, wen haben wir denn hier oben? Niemanden. 1, 2, 3, 4. Oh, Alter, das wäre natürlich auch eine Überlegung, dass ich in die Höhe baue. Aber genau das wollte ich ja eigentlich nicht. So, wer war denn da jetzt? Es ist wieder nur ein Kerl. Boah, Scheißdreck. Ich brauche keine Kerle, ich brauche Weiber. König. Geh den besuchen. Ich muss mir das hier wirklich mal angucken mit den ganzen Dächern. Weil teilweise sehen die ja echt cool aus. Das ganze Haus sieht irgendwie cool aus hier. So gestaltet, so um die Ecke. Und ach ja, ich müsste mal viel mehr Häuser bauen, dass ich hier irgendwas mitbekomme. Wieso sind hier nur Weiber? Ich will doch Weiber. Warum sind hier nur Kerle? Mike Dennis König. Mike Gerlach. Gerard Brecher. Alter, ihr seid alle so bescheuert. Was haben wir denn hier? Haben wir hier Weiber? Kronkhaushalt. Ah, genau. Parks. Park ist aber eigentlich eine gute Ding. Rendell. In Rendell-Haushalt besuchen wir auch mal.
So, du möchtest eigentlich hier ein bisschen dich mit deinem Allerliebsten unterhalten, oder? Techtelmechtel, flirten, küssen. So, aber hör mal auf. So, was ist mit dir? Du bräuchtest hier Kampfkunstfähigkeit, Erfindenfähigkeit verbessern. Hast du irgendwelche Bücher mitgenommen? Nee, gell? Ich glaube nicht. Regal öffnen, lesen. Nee. Du hast. Alter! Tadeo, was soll denn der Mist? So, wo bist du denn? Gehst du jetzt auch wieder Selbstgespräche führen? Okay. So. Lanny Wen haben wir Torchbar. hier? Da haben wir sogar einen Ja. Keller. Ugly Blockchor. Oh. Alter Falter. Das sind zwar teilweise voll coole Wohnungen, aber. Urkel. Wieso sind hier nirgendwo Weiber? Das gibt's nicht. Wir haben so viel gemeinsam. Wer bist du überhaupt? Diane Yuki. Skip Taylor. Alter. Das könnte ich machen. Warte mal. Wir haben hier. Haben wir hier nicht irgendwo nur einen Weiberhaufen? Weil hier mal gemischt, gemischt, gemischt. Cerberus. Tamora Kill möchte plaudern. Ja, okay. Genau, da sind Gray. Albright. Dann geh halt hier hin. Wir finden keine Weiber. Das ist echt heftig. Lernen. Techtelmechtel. Er möchte ja auch ein Techtelmechtel mit Holly haben. Toll, Taddeo. Jetzt machst du. Jetzt hast du dich erstmal abkühlen müssen, gell? Jetzt gehst du gleich mal die Dusche hier reparieren. Das geht so nicht. Du kannst dich einfach die Dusche kaputt machen und dann nichts machen. Das ist ein No-Go. Also, Christoph hatte zwar am Anfang der Woche einen ziemlich gut, des Wochenendes, so muss ich sagen, einen ziemlich guten Start. Aber dieser gute Start hat jetzt irgendwie seine Flaute genommen, weil er findet irgendwie keine Frauen, die er irgendwie um den Finger wickeln könnte. Und wo er halt seinen Spaß haben könnte. So wie es halt bei leider Gottes vielen Männern halt der Fall ist. Wobei es gibt auch genügend Frauen, die so sind. Ist halt leider Gottes der Fall. Da, 1, 2, 3 Betten. 4 Betten. Ah, das ist gut. Barsch freundlich. Hier. Aber du schaust mir so Mika Moa. Du bist ein Vampir. Na, hoffentlich geht das nicht schief. Aber das ist nicht so schlecht, weil. Larko. Chanji. Schau, ihr könnt dann gleich hier ein bisschen flirten. Goluran? Katan. Katan. Oh. So, Blumen geben. Geht das gleich? Ando. Tamia Gesde? Oh! Charakter über Kompliment machen. Badisch! Schau, da gehen wir gleich in die volle Ding. Lindemwa. Es ist scheißegal, ob er jetzt irgendwie schaut. Das ist nämlich so, dass wir wollen ja unbedingt hier Techtelmechtel, flirten, Anmachspruch. Wieso? Um Umwandlung, um Verabredung, um Umwandlung bitten. Okay. Okay, für kokett. Dann lass uns einfach hier so in die Kiste springen. Das ist aber auch geil. Kommt vorbei, flirtet gleich los und dann. Ach, red man nicht lange um den heißen Brei. Wir springen einfach in die Kiste. Ah, okay. Mika Moore. Ja, So. Christoph hat erfahren, dass Mika eine Beziehung mit Troy hat. Das hindert ihn aber nicht daran. Das ist ein Grund, aber kein Hindernis, heißt es doch immer, oder?
Haben Mut zusammengenommen, sich in meiner Partnerschaft unterhält. Sternzeichen, wir passen perfekt zueinander. Hat den Schraubenschlüssel gedreht. Oh, wow. So, wie geht's denn euch beiden? Du malst es einfach. Alter, wie wär's, wenn du dich mal hier mit deiner Alten unterhältst? Spezial, Pflanzensim. Blütenblätterkuss, das will ich jetzt sehen. Schau. Du kriegst jetzt einen Blütenblätterkuss. So. Oder auch nicht, jetzt hör mal auf, hier zu essen. So. Hallo? Eisgeblüh? Blütenblätterkuss, das will ich jetzt sehen. Oh, Mai, ist das süß. Schau, flirten, Händchen halten. Nee, nicht in die Arme springen. Alter. Ins Ohr flüstern, massieren, küssen. Wer hat denn da jetzt schon wieder Spaß? Die haben ja so auch einfach... Wieso hat Olivia einfach die ganze Zeit immer mit ihm im fremden Bett Spaß, Alter? So, du hattest jetzt hier stolzer Gang, sehr schön. Sind hier jetzt schon Schwesternschaft besuchen? Jetzt ist hier die große Frage, sind hier jetzt schon andere Weiber da? Schwesternschaft, nee, gell? Das ist nur Samantha Gray ist da nur da. Alter Falter. Und da kommt noch ein Kerl. Geht nach Hause? Was? Hä? Jetzt dachte ich doch... Hä? Okay. Ich dachte eigentlich, dass da nur Weiber wohnen dürfen. So, wen haben wir denn Blackstone? Da ist gerade keiner zu Hause. Das sind nur. Sind da aber auch nicht nur Kerle, oder? Verbindung besuchen. Schauen wir uns die gleich mal an. Dam, dam, da, dam, dam, da, dam, dam, da. Ja, wurscht. Niemand. Ist da Jobhaushalt. Können wir den uns gleich angucken? Ja. Dam, dam, da, dam, da, dam, da, dam, da. Das ist alter Falter. Da sind nirgendwo Petit. Weißt du was? Du gehst jetzt einfach nach Hause. Ah, warte mal. Petit, du gehst hier hin. Das ist gut. Das ist sehr gut. Vor allem, das ist wieder so ein Blondie mit einem sehr komischen Haarschnitt. Aber es wurscht. Komm schon, komm schon, komm schon. Dann kannst du... Oh. Oh. Das ist dann aber nicht das, was ich mir vorstelle. Was ist denn los? Erwartest du wen? Gehst du mir fremd? Noch nicht. Alter! Wieso ist die vergeben? Ja, wobei, wie gesagt, das waren. Eigentlich sind alle Weiber, mit denen er jetzt bisher in die Kiste gesprungen ist, sind vergeben. Schau, wie die das voll ignorieren! Ja, hallo! Ich möchte dich besuchen! Alter, Christoph wird voll ignoriert. Ich glaube, es hackt. Na gut. So, jetzt möchte ich sie aber bitte sehr freundschaftlich begrüßen. Das möchte ich gerne noch machen. Das ist ja wohl das Mindeste, was ich noch machen kann hier irgendwie, gell? Oh, ja. So, freundschaftlich, Geschenk geben, beiß was an. Frage sind nach Alter, ob Single ist. Nee.
brauche ich gar nicht machen, kennenlernen. Super, er will es jetzt erschrecken, oder was? Schwachsinn reden, salutieren, plaudern, Sternzeichen fragen. Das werden wir einfach alles mal hier machen. Kompliment über Haus. Plaudern, nach Hause an, nach Abschlussfragen. Okay, das können wir alles machen. Beweisen, wer der Meister und wer der Schüler ist, hat Paris Thunderbolt kürzlich Maxi... Boah, du Scheiße. Die haben teilweise so komische Namen, das ist echt nicht mehr feierlich. Ich kann nicht behaupten, dass sich Skip Taylor nicht bemüht, mit seiner getrennt lebenden Familie in Kontakt zu bleiben. Ich kümmere mich um das Wohl all meiner Kinder, auch denen, die wie Nicholas Taylor nicht mit mir zusammenleben. Aha, okay. Sehenswürdigkeiten. Olivia braucht mehr Freunde. Familienbewusst, weiß, was Anna heißt. Was niedergestreckt. Ein Treffer, ein spielbarer Treffer. Bianca hat in einer Wissenschaftsschlacht einen anderen zum Niedergestreckt. Hä, wo ist sie denn? Okay. Christoph hat herausgefunden. Abschlusswissenschaft Medizin. Oh. Grundlagen, okay. Okay. Christoph Hope hat erfahren, dass du Sternzeichen. Okay. Wunderbar. Gut. Also, Christoph kriegt jedes Wochenende zwei weitere Mädels. So, das ist ja Frage, ob Single freundschaftlich umarmen. So. Dann werde ich mich jetzt immer verabschieden und sagen: Ciao, ciao. Genau, Christoph geht jetzt nach Hause. Ich mache hier jetzt auch einen Cut. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin erstmal. Ciao, ciao.